Claude, was war mit dem Bild? Warum bist du hierher gekommen? Warum bringst du uns alle in Gefahr? Mein Name ist Florian Stetter, ich spiele Claude Tenz in der neuen Almen-Verfilmung. Tenz ist ein Meisterdieb, der versteckt sich irgendwo in Südfrankreich. Man weiß nicht genau warum, das erfährt man dann. Und so kommt er in Kontakt mit Almen, weil Almen ihm irgendwie auf die Schliche kommt irgendwann und reist ihm dann aus Zürich hinterher, trifft ihn dann in Südfrankreich. Und dann haben die so einen duellartigen Charakter, wie die miteinander umgehen, weil niemand lässt sich eigentlich so genau in die Karten gucken. Die begrüßen sich irgendwie ganz freundlich und so, aber du hast das Gefühl, also irgendwie niemand lässt sich so richtig reingucken, gerade Tenz nicht. Der hat irgendwie so ein großes Geheimnis, finde ich, der Typ. Also der lässt sich nicht in die Karten schauen. Es läuft auch alles ganz anders, als Almen das vermutet hätte. Ich glaube, dass der Tenz im Grunde eine komplett verlorene Seele ist. Also der hat früher die Deals mit seinem Onkel gemacht. Sein Onkel hat irgendwie viele Sachen geklaut. Mit dem zusammen hat er auch geklaut. Aber letzten Endes war er immer in dieser Abhängigkeit mit diesem Onkel und ist eigentlich so einer, der so nicht wirklich ein Zuhause hat. Der ist irgendwie so völlig verloren, der Typ. Und deswegen riskiert er immer wahnsinnig viel. Also auch hier in dieser Verfilmung sieht man, was der macht. Das ist eigentlich absolutes Kamikaze-Manöver. Also wo man das Gefühl hat, weiß der eigentlich, wie schnell es kippen kann? Weiß er aber, er macht es trotzdem. Und das hat mich natürlich gereizt an der Figur. Das fand ich toll. Ich finde, die Figur des Almen, so wie das Heino spielt, hat das ja auch Humor. Und das hat irgendwie sowas völlig aus der Zeit gefallenes, was irgendwie wunderbar ist. Der kann mit Sprache umgehen, der hat eine Schlagfertigkeit, der ist charmant. Und dann treten halt düstere Gesellen auf, die dann irgendwie so sozusagen das, was ihn so umkreist, diese Menschen. Einer davon ist Claude Tenz und das erhöht die Spannung. Also von daher, glaube ich, lohnt sich's. Man wird auf die Kosten kommen.